Hallo, schön, dass Sie mich heute in der Werkstatt besuchen. Freut mich sehr. Mein Name ist Martin Schwalb. Ich bin Geigenbauer in Wien, seit 15 Jahren selbstständig. Und ja, möchte jetzt ein bisschen was über meine Geschichte erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe mit 8 Jahren mit dem Geigespielen begonnen. Mein damaliger Geigenlehrer war ein Violinpädagoge der alten Schule, früher Konzertmeister in Berlin, der sich dann in meiner Heimatstadt niedergelassen hat. Und der spielte selber eine Petrus Guarnerius Geige aus Mantua, die mich damals schon sehr fasziniert hat. Und wenn ich besonders gut geübt habe und er sehr zufrieden war mit meiner geigerischen Leistung, dann durfte ich auch mal seine Geige in die Hand nehmen. Und das ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. Er hat mich dann auch mal mit zu seinem Geigenbauer genommen und es hat mich damals schon auch sehr fasziniert. Der Duft des Holzes und die Geigen und die Lacke, die überall dort rumstanden. Ja, und so bin ich dann früher oder später zum Geigenbau gekommen. Und mit 16 Jahren wusste ich, ich möchte Geigenbauer werden und habe dann später in weiterer Folge mit der Ausbildung an der Geigenbauschule in Mittenwald begonnen, die Gesellenprüfung gemacht und anschließend einige Gesellenjahre gemacht in Deutschland in den verschiedensten Werkstätten, bis ich dann 1998 hier in Wien gelandet bin und hier für einen als Restaurator gearbeitet habe und mich überwiegend mit alten Instrumenten, überwiegend italienischen Instrumenten befasst habe, sehr viel Klangeinstellung gemacht habe und in weiterer Folge mich dann selbstständig gemacht habe mit Neubau von Instrumenten. Das Schöne und Interessante am Geigenbau ist natürlich, dass es ein sehr traditionelles Handwerk ist, ein reines Handwerk. Man braucht eigentlich keine Maschinen und kann alles von Hand machen. Und das hat sich bis über die Jahrhunderte jetzt bis heute so gehalten. Und aufgrund der Aufzeichnungen, die es heutzutage gibt über die ganzen Instrumente aus dem frühen 16., 17., 18. Jahrhundert, natürlich über die großen Meister wie Stradivari und Guarneri, aber auch Bergonzi, Amati und Guadagnini, können wir heute natürlich als neue zeitgenössische Geigenbauer sehr viel lernen anhand der Instrumente, aber auch anhand der Dokumentation, die es mittlerweile gibt. Es gibt fantastische Fotos in der 1:1, im 1:1 Maßstab. Es gibt die ganzen Aufzeichnungen über die Stärken der Instrumente, wie stark sie gebaut wurden. Ja, und daran kann man sich schon sehr orientieren. Und in weiterer Folge kann man natürlich dann auch seine eigene Intuition mit einfließen lassen und beim Bau natürlich dann schon auch eine eigene Klangvorstellung dann mit der Zeit entwickeln und die dann auch umsetzen. Mit der Geige verbindet mich eine ganz besondere Geschichte. Meine Lebenspartnerin hat vor 2 Jahren zu mir gesagt, du Martin, ich habe vor einigen Jahren in Taiwan auf Tournee eine wunderschöne Geige gespielt, die mir immer in Erinnerung geblieben ist, der Ole Bull Guarnerius von 1744. Und ob ich die nicht mal bauen könnte. Und ich habe dann damals ein bisschen gezögert und gesagt, jetzt sehr dicke Bodenstärken, die F-Löcher sind sehr groß, die Wölbungen sind sehr flach, das ist schon ein sehr, sehr spezielles Modell. Aber sie hat mich dann so lange bekniet und gebeten, bis ich dann irgendwann gesagt habe, gut, ich baue das Instrument. Und ja, das ist quasi eine neue Dimension, eine neue Tür hat sich geöffnet, eine neue Klangwelt. Und mittlerweile habe ich die Geige jetzt 3-4 Mal gebaut. Da steht jetzt die Nummer 5. Und das bin unglaublich begeistert und von dieser neuen Erfahrung und von dieser neuen Klangdimension, die sich da aufgetan hat. Die Idee, eine Geige zu bauen, fängt mit der Modellauswahl an. Da kann man sich natürlich entweder selber ein Modell konstruieren, aber man kann sich natürlich auch an den alten Meistern orientieren, wie Stradivari und Guarneri, an denen ich mich jetzt überwiegend orientiert habe in den letzten Jahren. Und es beginnt natürlich dann mit der Holzauswahl, die natürlich schon dem ersten Moment an den Klang mit beeinflusst. Und dann wird in erster Form der Zargenkranz hergestellt. Das ist sozusagen die Außenform der Geige. Die wird aus Bergahorn hergestellt, genauso wie der Boden. Die Decke wird aus Fichtenholz, auch aus Bergfichte, hergestellt. Das sind Hölzer, die in den Bergen meistens so ab der Baumgrenze wachsen, weil sie dort halt die kargen Bodenbeschaffenheiten haben und sehr langsam und gleichmäßig wachsen, was wiederum für ein gutes Deckenholz sehr wichtig ist.
Ja, und so entsteht dann halt so nach und nach eine Geige. Die Wölbungen werden aus dem vollen Holz geschnitzt und gehobelt. Die F-Löcher werden später hineingeschnitten. Und das sind natürlich alles Prozesse, die für den Klang und für die späteren Resonanzeigenschaften des Instrumentes sehr wichtig sind. Ja, hier oben hängen lauter Stegmodelle, Bratschen und Geigenstege in erster Linie. Das sind Rohlinge, sogenannte Rohlinge, die ich mir habe anfertigen lassen nach einem eigenen Modell, was ich selbst halt entwickelt habe. Da hat auch so jeder Geigenbauer seine Vorlieben. Und ja, der Steg ist eigentlich auch mit so ein Herzstück des ganzen Instrumentes, weil damit man auch den Klang sehr, sehr stark beeinflussen kann. Und da ist es genauso, die Holzauswahl des Steges, also es ist immer Ahorn, aber es gibt halt sehr feinjährigen, breitjährigen Ahorn und dann die mit ausgeprägteren Markstrahlen, mit feinen, mit dicken Markstrahlen, das ist, beeinträchtigt alles den Klang. Und dann ist es natürlich auch wichtig, die Proportion, wie groß jetzt hier die sogenannten Ohren sind oder in der Mitte das Herz, das kann man also noch nachschneiden mit dem Schnitzer. Und dadurch kann man schon relativ viel und stark den Klang von einem Instrument beeinflussen. Ja, und was natürlich auch nicht unwichtig ist, sehr wichtig ist, ist einerseits mal die Ausarbeitung der Decke und in weiterer Folge die Flexibilität, also sprich, wie stark das Holz ist und wie weit es sich bewegen kann. Und das ist schon auch, da entwickelt man im Laufe der Zeit auch ein Gefühl dafür. Und letztendlich natürlich sehr wichtig, der Klang. Das klingt jetzt schon wie ein Glöckchen und da gibt es auch verschiedene Bereiche. Ja, das klingt schon sehr schön lange nach und trotzdem sehr klar mit gewissem Kern. Das wird schon eine schöne Decke werden. Zum Schluss wird dann natürlich noch die Schnecke hergestellt. Das ist dann mehr eine bildhauerische Tätigkeit, die auch einfach sehr schön ist. Und damit gibt der Geigenbauer eigentlich auch ein bisschen seine Handschrift, seine Visitenkarte ab. Das ist auch ein Prozess, der einfach unglaublich viel Spaß macht. So, da bin ich jetzt beim Randeln der Schnecke. Das ist sozusagen die letzte Arbeit beim Stechen der Schnecke, so nennt man das im Geigenbaujargon. Stechen deshalb, weil man halt sogenannte Stecheisen und oder Halseisen hat, mit denen man aus dem vollen Holz mehr oder weniger dann die Schnecke und die Windung der Schnecke sticht. Und das Randeln ist sozusagen jetzt der letzte Arbeitsgang, wo die Schnecke dann sozusagen ihre abschließende Kontur und ihr abschließendes Gesicht bekommt. Das ist eigentlich auch ein sehr schöner Vorgang. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Weil damit kann man natürlich auch gleich sehr viel zerstören, wenn man da nicht aufpasst. Sieht doch schon ganz gut aus. So, und dann nehme ich noch eine ganz feine Feile. Damit werden jetzt noch so die Spuren vom Schneideeisen dann noch geglättet. Wichtig, dass das alles sehr schön läuft und gleichmäßig verläuft. Es gibt zwar durchaus auch Geigenbauer, die da nicht so viel Wert drauf legen. So gerade, wenn man sich die früheren Schnecken von eben Guarnerius del Gesù anschaut, der hat oft sehr, sehr schräge und asymmetrische Schnecken gemacht im Vergleich zu den Schnecken vom Herrn Stradivari, der oft sehr exakt und symmetrisch gearbeitet hat. Oder auch dessen Schüler, die sozusagen seine Handschrift
weitergeben mussten. Decke mal ein bisschen glätten. Dafür nehme ich jetzt den Schachtelhalm. Das ist eigentlich ein Farngewächs, was hier in Feuchtgebieten wächst, an Seeufern, Flussufern, was sich hervorragend eignet, um Holzoberflächen zu glätten, weil es die Eigenschaft hat, dass es eigentlich sehr schön schleift, aber den Schleifstaub gleich mit aus den Holzporen zieht, was wiederum für den späteren Vorgang des Lackierens und oder Grundierens und Lackierens sehr wichtig ist, damit die Poren halt nicht geschlossen sind. Das würde den Resonanzvorgang doch eher negativ beeinträchtigen. Einiges runter. Diesen Prozess, den macht man 2-3 Mal, bevor man die weiße Geige grundiert. Zwischenrein muss man den Korpus und die Schnecke dann auch mal wässern. Das wird dann ganz leicht mit Wasser befeuchtet. Dann stellen sich sozusagen die Poren nochmal auf, die Holzporen nochmal auf, die dann wiederum mit dem Schachtelhalm geglättet werden. Aber da hört man schon, wenn man jetzt mit dem Schachtelhalm hier ein bisschen schleift, wie schön und wie kräftig die Decke jetzt schon resoniert. Das macht schon ordentlich, kommt jetzt schon ordentlich was raus. Ja, und hier werde ich jetzt die Decke randeln, also sozusagen die scharfe Kontur des Randes jetzt ein bisschen mit dem sogenannten Flachhobel eine Faser draufgesetzt auf den Rand. Und das Schnitzmesser ist eigentlich auch eines der wichtigsten Werkzeuge des Geigenbauers. Damit macht man eigentlich so ziemlich alles. Aber auch da muss man einfach aufpassen, dass man da nicht zu viel auf einmal wegnimmt. Ja, und wenn dann das Instrument sozusagen die Einzelteile alle hergestellt sind, wird der Hals gesetzt und die eingeleimt und zum Schluss das Instrument grundiert, lackiert, was natürlich für den Klang auch wiederum sehr wichtig ist. Und da gibt es auch die verschiedensten Methoden mit den verschiedensten Lacksubstanzen und auch Grundierungssubstanzen, und hat so jeder Geigenbauer auch seine Vorlieben. Und ganz zum Schluss natürlich dann, wenn das Instrument spielfertig gemacht wird mit Steg und Stimmstock, dann wird es natürlich sehr spannend, wenn man dann das erste Mal die Saiten aufzieht und man das erste Mal dann die Geige oder die Bratsche zum ersten Mal dann hört. Ja, dieses Modell, was ich dann für meine Lebenspartnerin gebaut habe, habe ich dann 2 Monate später einem sehr bekannten russischen Geiger und Solisten gezeigt, der in Wien im Konzerthaus konzertiert hat. Und ich durfte ihn nach dem Konzert kennenlernen. Und ja, er war sehr interessiert an neuen Instrumenten. Und so haben wir uns am nächsten Tag dann im Konzerthaus getroffen, im großen Saal, und haben die Instrumente ausprobiert. Und das war unglaublich beeindruckend, weil es natürlich schon toll ist. Es hat mich sehr gerührt, wenn so ein großartiger Geiger dann ein Instrument von einem selber spielt. Und ja, der hat, würde sagen, mal eine halbe Stunde auf dem Instrument gespielt und konnte eigentlich gar nicht mehr aufhören.
und hat dann zum Schluss gefragt, ja, ob er das Instrument denn mal länger mitnehmen könnte und Frau Bass mal probieren könnte. Und da musste ich ihm dann leider sagen, dass das Instrument schon für einen jemand anders vergeben ist. Aber wir sind dann so verblieben, dass ich ihm ein neues Instrument gebaut habe, das gleiche Modell. Und in Folge habe ich dann anderthalb Jahre später ihm diese Geige gebaut, mich sehr stark an den Originalmaßen orientiert, sehr dicken Boden gebaut. Und also es war schon sehr speziell und eine große Herausforderung, aber auch sehr inspirierend. Und ja, im Sommer letzten Jahres ist er dann nach Wien gekommen und hat die Geige in Empfang genommen und drauf gespielt, auch wieder im Konzerthaus. Und es war unglaublich, wie die Geige im Saal getragen hat. Wir haben es dann auch mit seiner eigenen Geige noch probiert, eine Matteo Goffrilla aus Venedig. Er hat die Geige dann mitgenommen und zwei Wochen später hat er in Moskau sein erstes Konzert draufgespielt. Ich konnte es Gott sei Dank online mitverfolgen und das war schon sehr beeindruckend. Ich war sehr aufgeregt und mittlerweile hat er schon Tschaikowski draufgespielt, Brahms Violinkonzert und schickt mir immer wieder Nachrichten, dass er jetzt letzte Woche gerade Brahms Konzert gespielt hätte und es sei ein ganz tolles Konzert gewesen und die Geige würde sich unglaublich entwickeln. Und die Musiker würden ihn fragen, ob er eine Guarneri oder eine Stradivari spielt. Und das ist natürlich das größte Glück und das größte Lob, was ein Geigenbauer überhaupt bekommen kann. Und natürlich eine große Inspiration für die nächsten Werke, die entstehen. Und da macht mir der Beruf einfach unglaublich Spaß und macht Sinn. Und ich weiß, ich tue das Richtige. Ja, und eine besonders große Freude ist jetzt für mich natürlich auch, dass der Nikita Boris Oglebski am 12. Juli im Konzerthaus spielen wird mit einem Kammermusikprogramm. Und da werde ich die Geige das erste Mal im Wiener Konzerthaus live hören. Und da freue ich mich schon sehr drauf. So, das ist hier mein neuestes Werk, meine letzte Geige, die ich gebaut habe. Und da kommt gleich ein Kunde zum ersten Kennenlernen, zum Ausprobieren, der Sebastian Gürtler vom Alban Berg Ensemble und von den Philharmonics und dem Hugo Wolf Quartett. Sehr vielseitiger Musiker und Arrangeur und bin schon sehr gespannt, was er dazu sagen wird und werde dann das erste Mal die Geige hören. Ja. Sebastian. Hallo, Servus Martin, grüß dich. Und mit dir alles gut? Ja, das ist eine neue Geige, die musst du mal ausprobieren, die ist ein schön geworden. Ja, ich bin schon sehr gespannt. Ja, das ist wieder dieses Modell? Ja, das neue Guarneri-Modell, also neu. Neues, altes Guarneri-Modell. Ich bin schon sehr gespannt, was du da sagen wirst. Jetzt cool. Kurz und fertig geworden. Ja, bin schon sehr gespannt, was du da sagen wirst. Wie lange ist jetzt dran gearbeitet? Naja, da war jetzt schon so 3 Monate mit Lackierung. Die Lackierung hat diesmal ein bisschen länger gedauert, bis es alles trocken war. Eine Ole Bull. Ja, genau. Mit den F-Löchern. Ja, die große. Ja, super. Das Ding ja schön. Ja, geht schon ganz gut los. Mhm. Schauen wir mal. So einen interessanten Mix an Seiten hast du oben, gell? Ja, ja. Ich war schon ausprobiert, das war nicht ganz gut. Thank you.
sehr obertonreich, ja, finde ich. Auch sehr saftig. Also unten ist es wirklich so wie ein Tier, ja, so wie ein Raubtier, ja. Mehr Grip auf der D-Seite. Ein bisschen mehr Grip auf der D-Seite. So, so. Es ist jetzt so, dass ich natürlich zu dieser sehr potenten G-Seite ein bisschen abfällt. Oder du machst die G-Seite schwäch. Ich mach mal so. Die D-Seite sicherlich ein bisschen mehr stützen. Ja? Ja, die sind schon sehr groß, weil der Leiter war sehr betrunken, wie er das gemacht hat. Ich auch lange Überwindung gekostet, das so zu bauen. Ja, okay. Ja,
Du, ich würde es gerne mal so einfach so mitnehmen. Und probieren. Wie siehst du, ich probiere es mal ein paar Tage aus. Wenn es gut wird. Genau, das denke ich mir an. Wird schon viel passieren. Seitenhöhe, das ist dann, sind dann die Kleinigkeiten. Die fallen am Stehen. Schauen. Ja, lieber erstmal so probieren. Ja, ja. Ja, super. So, dann danke für mal. Ja, schon sehr gespannt, was du. Und ich werde auch mal ordentlich sägen. Wunderbar.